Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Aufnahmen einer Meetingsitzung erstellen können, wie Sie an diese Aufnahmen wieder herankommen und wie Sie sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben können. Und zwar sowohl in anonymisierter Form als auch in der Originalform, wo die Namen der Teilnehmenden zu sehen sind. Um eine Aufzeichnung zu beginnen, klicken Sie auf den Namen des Raumes, in diesem Fall Hanna Musterfrau, und wählen Sie gleich die erste Zeile Sitzung aufzeichnen. Dann können Sie der Aufzeichnung einen Namen geben. Ich nenne sie für Tutorial Video und starte die Aufzeichnung. Nun wird alles aufgezeichnet, was im Raum passiert, insbesondere wenn auf der Präsentationsoberfläche etwas geschieht oder wenn etwas in den Chat geschrieben wird. Ebenfalls aufgezeichnet wird der Ton, wenn Veranstalterinnen und Veranstalter sprechen, aber auch wenn Teilnehmende Rederecht haben und etwas zum Ablauf der Veranstaltung beitragen. Was nicht aufgezeichnet wird, sind private Chats zwischen Teilnehmenden oder private Chats, die Sie mit Teilnehmenden führen, um beispielsweise Technikprobleme zu lösen. Man sieht, dass eine Aufzeichnung stattfindet, daran, dass neben dem Raumnamen ein roter Punkt zu sehen ist. Und man kann die Aufzeichnung wieder beenden, indem man entweder auf diesen roten Punkt klickt, und dann hat man die Auswahl zwischen Pause oder Stopp, das heißt, die Aufzeichnung wird komplett beendet. Eine zweite Möglichkeit ist es, auf den Namen des Raumes zu klicken. Und hier steht dann in den ersten beiden Zeilen das, was Sie machen können. Aufzeichnung anhalten ist dasselbe wie Pause und Aufzeichnung beenden ist eben Aufzeichnung beenden. Ich beende die Aufzeichnung. Nun ist der rote Punkt verschwunden. Wenn ich die Aufzeichnung wiederfinden will, muss ich auf die Administrationsoberfläche von Adobe Connect gehen. Der einfachste Weg ist es, auf den Namen des Raumes zu klicken und dann runterzugehen bis zur Zeile Meeting-Informationen verwalten. Ich klicke diese Zeile an und lande dann in meinem Browser auf der Oberfläche, auf der Administrationsoberfläche des Raumes, in dem ich gerade eben noch war. Hier finde ich verschiedene Reiter. Darunter den Reiter Aufzeichnungen. Einige Aufzeichnungen gibt es hier schon. Sie sind umgekehrt chronologisch angeordnet in der Grundeinstellung. Und hier ist auch meine neue Aufzeichnung für Tutorial Video. Nun ist es so, dass noch niemand diese Aufzeichnung sehen kann, denn der Zugriff ist auf privat gestellt. Privat heißt, nur ich kann sie sehen. In der Regel möchte ich meinen Teilnehmenden die Aufzeichnung zur Verfügung stellen, aber niemandem sonst. Das kann ich folgendermaßen machen. Ich klicke hier links auf das Kästchen, sodass es angehakt ist, und klicke dann auf Zugriffstyp und entscheide mich für öffentlich. Öffentlich müssten Sie, wenn es nur Ihre Teilnehmenden sehen können sollen, noch zusätzlich ein Passwort festlegen. Ich wähle als Passwort 1234 und wähle Speichern. Jetzt ist hier das kleine Schloss unter Zugriff geöffnet. Jetzt kann ich auf diesen Link einmal draufklicken. Und es öffnet sich ein Fenster mit Aufzeichnungsinformationen. Und dieser Link hier, der ist entscheidend für das weitere Vorgehen. Denn dieser Link, connect.iqsh.de und dann eine kryptische Zeichenfolge, das ist der, unter dem Sie die Aufzeichnung finden, und das ist auch der, den Sie den Teilnehmenden zur Verfügung stellen, wenn die die Aufzeichnung gucken können sollen. Ich klicke mal drauf, dann sehen wir, was passiert. Es öffnet sich zunächst die Einstiegsseite von Adobe Connect und hier oben muss ich das Passwort eingeben, den Passcode 1234, und erst dann kann ich die Aufzeichnung sehen. Es öffnet sich dafür ein Adobe Connect-Raum, also es ist keine Filmaufzeichnung, keine MP4-Datei oder so etwas, sondern tatsächlich ein Stream, der vom Adobe Connect-Server bereitgestellt wird. Ich klicke auf Play, Aufzeichnung abspielen. Nun wird alles aufgezeichnet, was im Raum passiert, insbesondere wenn auf der... Im Moment ist es so, dass die Namen im Klartext zu sehen sind. Das heißt, hier steht Hanna Musterfrau, wenn ich etwas weiter in der Aufzeichnung vorangehe
steht auch etwas im Chat, ebenfalls Hanna Musterfrau. Das kann sein, dass Sie das nicht wollen. Dann können Sie die Aufzeichnung bearbeiten. Das machen Sie wieder auf Ihrer Administrationsoberfläche. Im Reiter Aufzeichnungen können Sie unter Aktionen für einzelne Aufzeichnungen auswählen, was passieren soll. Aufzeichnung bearbeiten führt dazu, dass sich die Aufzeichnung wieder öffnet. Aber im Unterschied zu gerade eben, wo wir sie nur abgespielt haben, gibt es jetzt ein kleines Zahnrad hier oben rechts. Und wenn man da draufklickt, dann kann man verschiedene Sachen verändern. Man kann die Teilnehmernamen ausblenden, man kann den Chatpot ausblenden und man kann den Teilnehmerpot komplett ausblenden. Ich fange mal an mit den Teilnehmernamen. Dann verwandelt sich Hanna Musterfrau zu User 1. In dem Moment, wo ich den Chatpot ausblende, verschwindet der von der Oberfläche, das heißt, die gesamten Chat-Inhalte sind nicht mehr zu sehen. Und wenn ich den Teilnehmerpod ausblende, verschwindet auch der von der Oberfläche und die Aufzeichnung ist komplett anonymisiert. Ich speichere das ab. Und wenn ich dann die Aufzeichnung mir anschaue, kann ich sie halt nur ohne den Chatpod und ohne den Teilnehmerpod ansehen. So sieht die Aufzeichnung in anonymisierter Fassung aus. Sie können die Aufzeichnung auch als MP4-Video auf Ihrem Rechner speichern. Dazu klicken Sie auf der Administrationsoberfläche auf Aktionen und wählen aus Offline erstellen. Dafür müssen Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt eine kleine technische Erklärung. Und man sieht hier im Hintergrund schon die Aufzeichnung in klein. Es ist sinnvoll, das einmal als Vollbild sich anzeigen zu lassen, denn dann sehen Sie hier auch weitere technische Optionen. Sie können auswählen, ob Sie die Aufzeichnung in sehr kleiner Auflösung machen wollen für Mobilgeräte oder für normale Bildschirme oder sogar in HD oder Full HD. Wenn Sie dann die Offline-Aufzeichnung fortsetzen, das heißt, Sie starten die Aufzeichnung, dann müssen Sie der dann entstehenden Datei einen Namen geben. Vorgeschlagen wird der Name, der ohnehin vergeben wurde für Tutorial Video. Ich speichere das hier in den Ordner. Wichtig ist, dass man hier berücksichtigt, dass die Aufzeichnung tatsächlich in Echtzeit geguckt werden muss. Sie muss in Echtzeit auf dem Computer ablaufen und erst dann kann sie abgespeichert werden. Ich klicke auf OK und dann ist in meinem Datei-Explorer eine Aufzeichnung zu finden. Hier steht für Tutorial Video MP4.